Black Stories Junior ist ein Rate- und Unterhaltungsspiel von dem Moses Spieleverlag, in dem es darum geht, Aktionen auszuführen und Rätsel zu lösen, um an Chips zu kommen. Zunächst wird das Spiel vorbereitet. Mischt die Aktions- und Storykarten und legt sie bereit. Legt dazu die Chips bereit und legt den Kompass in die Tischmitte. Wer an der Reihe ist, dreht die Kompassnadel, wobei der Kompass anzeigt, ob eine Story- oder Aktionskarte gezogen wird. Bei manchen Feldern darf man auch wählen. Wer von euch, die bisher längste Reise gemacht hat, fängt an. Danach geht es reihum im Uhrzeigersinn weiter. Wenn der Kompass auf eine Aktion zeigt, wird eine Aktionskarte gezogen. Und der Spieler, der an der Reihe ist, muss diese Aktion ausführen. Der Spieler erhält einen Chip in der entsprechenden Farbe, wenn er die Aktion zufriedenstellend ausführen kann. Wenn der Kompass auf Story zeigt, wirst du zum Expeditionsleiter und verwaltest das nächste Rätsel. Der Expeditionsleiter nimmt nun die oberste Karte vom Stapel der entsprechenden Farbe, liest sich auf der Rückseite die Antwort durch und liest dann das Rätsel laut vor. Nun stellen die anderen Spieler Fragen, um das Rätsel auf die Spur zu kommen. Idealerweise muss der Expeditionsleiter diese Fragen mit Ja oder Nein beantworten können. Der Spieler, der das Rätsel löst, erhält einen Chip in der entsprechenden Farbe. Wer als erstes einen Chip in allen vier Farben hat, gewinnt. Sie haben sich gerade das Video Black Stories Junior von dem Moses Spielerverlag auf unserem Channel Spielregeln Spielanleitung angesehen. Das Video hat Ihnen gefallen und nun möchten Sie gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen? Dann surfen Sie zu www.spielregeln-spielanleitung.de und schauen Sie, ob und welche Spiele wir gerade verlosen.